Hallo meine lieben Freunde von Racing 69, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich wollte euch heute mal ein kleines bisschen ein Update darüber geben, was so die letzte Zeit los gewesen ist. Ich habe es getan. Ich bin von Fanatec komplett weggegangen und habe gewechselt zu Simagic und habe mir bei Simagic die Alpha Ultimate gekauft. Also die dort größte vorhandene Wheelbase mit 23 Newtonmetern. Gleich vorneab, das wird kein Testvideo oder ein Video, das das beschreibt, was man da jetzt von hat oder nicht hat. Diese 23 Newtonmeter braucht auch eigentlich kein Mensch, aber ich habe jetzt einfach mal so eine Investition gemacht, die so für die nächsten Jahre einfach das State of the Art sein soll, und damit war meine Entscheidung relativ schnell in Richtung Simagic gefallen, denn es gab eigentlich nur einen zweiten Kandidaten für mich, das war Acetec. Deren größte Wheelbase mit 27 Newtonmeter ist mir dann aber insgesamt doch ein bisschen zu stark und zu teuer gewesen. Und deswegen bin ich zu Simagic. Simucube stand auch mal kurz zur Auswahl, aber in Kombination mit einem vernünftigen Lenkrad, und da kommen wir dann gleich noch dazu, war das dann irgendwie für mich doch a little bit too much money. Und aufgrund des Wechsels zu der anderen Wheelbase von Simagic jetzt musste ich natürlich auch meine ganzes Ökosystem umstellen, also sprich Lenkrad und Co. Was heißt, wobei und Co., meine Pedale habe ich behalten, da habe ich ja die Simlab PX1 Pro oder so ähnlich heißen sie, glaube ich. Die sind ja fantastisch, da war ja nichts zu wechseln. Aber Lenkrad habe ich dann zum FX Pro bei Simagic gegriffen, weil ich jetzt mal einfach so einen richtigen geilen Formula und GT-Brecher haben wollte, der mich auch wirklich überhaupt nicht enttäuscht hat. Warte mal, ich zeig's euch mal. Also, dieser Quick-Release, es ist ein Träumchen. Also, diese, ich weiß nicht, seht ihr ihn hier so, ja, das ist einfach super geil. Du knäppst das da drauf auf die Wheelbase oder knäppst es runter und es sitzt einfach perfekt, da knackt, da knarzt, da macht nichts. Ja, und das Lenkrad selbst, ich sehe jetzt hier, oder ist ein bisschen blendend von meiner Lampe, so, absolut geiles Finish, ja, mit Display drin, mit, hier ist jetzt gerade der Konfigurationsdisplay drin, mit Drehknöpfen, die beleuchtet sind, noch und nöcher, ja, also einfach genial, aber auch ganz schön schwer für ein Lenkrad. Also ich schätze mal so 1,5 bis 2 Kilo hat es locker. Allerdings auch die Wheelbase, ja, also die Ultimate ist kleiner von den Abmessungen als Fanatec, aber du hast das Gefühl, du hast einen Goldbarren in der Hand. Ich glaube, die wiegt um die 14 Kilo oder sowas, ja. Also obwohl der Bauraum kleiner ist, aber als wenn man das mit massivem Blei ausgegossen hätte. Also ich habe gestaunt, als ich es ausgepackt habe. Mach's mal wieder drauf. Yeah. Zack, und schon sitzt die ganze Sache. Ist bombengranatenfest, lässt sich spitzenmäßig konfigurieren. Schauen wir gerade mal auf das Fenster. Sind wir nämlich hier gleich in der Software von SimPro Manager von Simagic. Da hat man dann hier unten die Auswahl seiner ganzen Geräte. Ja, da sieht man dann das FX Pro. Da kannst du verschiedene Displays einstellen. Da lassen sich die ganzen Knöpfe und die Farben und alle Funktionen einstellen. Ja, also ganz, ganz coole Geschichte hier. Also völlig unproblematisch, hat innerhalb kürzester Zeit auch geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war überrascht, hätte nicht gedacht, dass das so einfach und so schnell ging. Bei der Wheelbase, muss ich allerdings sagen, habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich das alles hier so eingestellt hatte, weil wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, Moment mal, gehen wir mal gerade wieder zurück. Zack. Wie ihr euch natürlich vorstellen könnt,
Für jede Simulation, die man jetzt auf dem Rechner hat, muss man natürlich wieder alles komplett neu einstellen. In der Simulation vor allen Dingen und dann auch an der Wheelbase, obwohl hier Simagic schon jede Menge Spielprofile oder Simulationsprofile dabei hat. Du musst es trotzdem noch ein bisschen mehr einstellen als nur so hier so ein paar Teile. Also da gibt es auch noch ganz andere Effekte und, die man da einstellen kann. Und ja, das braucht natürlich Zeit, vor allen Dingen in-game braucht es Zeit. Du musst das Lenkrad wieder konfigurieren. Du musst Lenkwinkel, Lenkkräfte, Force Feedback, weil hier habe ich es relativ hoch stehen. Also Max Mark Torque auf 23 Newtonmeter in-game fahre ich das dann allerdings runter. Jetzt ist aber das nicht überall über dasselbe. Also in iRacing ist das was anderes als in Le Mans Ultimate und es ist in AMS 2 was anderes. USW, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Ey, das hat mich echt Tage jetzt gekostet. Also bis ich da zufrieden war mit allem, das hat mich wirklich Tage gekostet. Ja. Ansonsten die Base und die Software tipptopp. Kann ich überhaupt nicht drüber meckern, ist ganz hervorragend. Also wenn man sieht hier, es ist ja alles da schon mit Profilen. Wenn andere Sachen noch dazukommen würden, ist das auch hier sofort erkannt. Die Software kannst du dir rucki-zucki runterladen bei Simagic an der Homepage und das kontrolliert auch bei jedem Start, ob es irgendwelche Updates gibt, da kannst du hier dann ja natürlich auch ein Profil anlegen, dann wird auch alles schön brav abgespeichert, also alles, was man sich denken kann, wie man es auch vorher bei Fanatec hatte, beziehungsweise wie es bei Simucube oder wahrscheinlich auch bei Acetec ist, ist da, funktioniert, ist einwandfrei. So, was gibt es noch zu berichten? Da ich ja angefangen hatte, jetzt so in iRacing-Ovalrennen zu fahren und mir das auch sehr viel Spaß macht und ich eigentlich doch irgendwo mir die Challenge gesetzt habe, dass ich da besser werde und dass ich da ein bisschen mich nach oben grinde, rate oder so, wie sagt man Neudeutsch, ja, war jetzt ja auch irgendwie es nötig, eigentlich ein Rundlenkrad zu haben, denn mit diesem zwar wunderschönen GT-Formula und was weiß ich Lenkrad, kannst du kein Oval richtig fahren. Das fühlt sich komisch an. Also, und es passt einfach nicht. Ja, und was habe ich mir da gedacht? Ja gut, dann kaufst du dir eben von Simagic auch noch ein rundes Lenkrad, was ich dann auch getan habe, nämlich dieses Teil hier, das ist das GT1 Lenkrad, ja, ebenfalls hier mit diesem wunderbaren Quick Release dran und ja, das ist natürlich schon irgendwie a little bit overdosed, würde ich fast sagen, mit fast 500 € nochmal zusätzlich. War so in meinem Budget auch nicht geplant, aber mein Gott, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Wird eben ein bisschen weniger hier soffen am Wochenende. Ja, also aber hier auch Verarbeitung einfach tipptopp, ja, hier Carbon-Shifter, ja, die sich einfach super anfühlen und auch anhören, ja, also warte mal, ja, also das ist beim anderen Lenkrad auch, ne, dann hier auch wieder schöne Drehknöpfe und das ist einfach so schön satt alles, ja, also tipptopp, einfach geil, gefällt mir, macht Spaß, ist super. Und ich meine, die Knöpfe brauchst nicht wirklich bei Rundrennen aber oder Ovalrennen, aber nice to have. Vielleicht wird man ja auch mal irgendwie, was weiß ich, hier Mazda MX-5 mal wieder oder auch der Toyota GR86, die haben ja eigentlich solche Lenkräder nicht. Ne? Ich habe kein Unboxing und so Video gemacht, weil ich mir denke, meine Güte, ey, das haben schon 100 andere vor mir getan. Da muss ich jetzt nicht auch noch in dieselbe Kerbe schlagen. Das Ganze montieren, anschließen, neue Kabel verlegen und hat mich sowieso schon genug Zeit und Nerven gekostet.
Und wenn ihr jetzt fragt, ist eine 23 Newtonmeter Wheelbase von Simagic besser als eine Fanatec DD CSL, die ich ja vorher hatte, das war ja die kleine mit 8 Newtonmeter. Also natürlich hat sie deutlich mehr Drehmoment und damit mehr Kraft, die aufgewendet werden muss, je nach Einstellung, ja. Wobei, wie gesagt, mit 23 Newtonmeter kann kein Mensch mehr fahren. Also ich habe es spaßeshalber angetestet, da reißt mir das halbe Rig auseinander, beziehungsweise du kriegst es kaum noch gedreht. Selbst 15 Newtonmeter im Dauerbetrieb, viel zu heftig. Also ich möchte kein Endurance-Rennen fahren, wo ich die ganze Zeit hier gegen 15 Newtonmeter ankämpfe. Also im Moment fahre ich das Ganze dann innerhalb der Simulation wahrscheinlich so ungefähr zwischen 8 und 10 Newtonmeter. Das gibt halt sehr viel Luft nach oben. Ein Clipping ist dann schon eigentlich völlig ausgeschlossen, selbst in Extremsituationen. Außerdem, man muss auch ein kleines bisschen aufpassen, wenn das Ding ausschlägt, was mir bei Le Mans Ultimate leider jetzt neulich schon wieder einmal passiert ist, als ich das Ganze hier eingestellt habe, weil da irgendwie ich erstmal hätte das Force Feedback invertieren müssen. Muss man ja aber erstmal nachlesen. Ich mache einfach nur an und will los und es macht einen Schlag, ja, mit einer derart brachialen Gewalt, dass es mir also hier fast die Hände zertrümmert hätte. Jetzt habe ich aber zum Glück ziemliche Wurstfinger und kräftige Hände, ja, also ne, insofern war das jetzt alles nicht so schlimm. Also, wie gesagt, man könnte jetzt da noch ein Riesenvideo drüber machen, wie viel besser ist jetzt so eine Wheelbase. Es fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Es fühlt sich alles genauso an, wie es sich anfühlen muss. Dass man jetzt über eine Wheelbase plötzlich ein völlig anderes Fahrgefühl hat, das kann man sich wohl völlig aus dem Kopf schlagen, solange es sich innerhalb eines Direct Drives befindet. Hätte ich jetzt noch eine, wie nennt man das, analoge oder Riemenantrieb Wheelbase gehabt, wäre es natürlich ein Riesensprung gewesen. Aber so von Direct Drive zu Direct Drive kommen jetzt nicht so gigantische Unterschiede, dass man sagt, also um Gottes Willen, also das ist ja jetzt was völlig anderes. Ja, also schlagt euch auch das aus dem Kopf. Also wenn, fallt da auch nicht auf das Marketing der anderen rein. Eine vernünftige Wheelbase, die im Direct-Drive-Bereich ist, mit ansprechenden Newtonmeter-Zahlen, also jetzt vielleicht nicht gerade mit 5 oder sowas, wird euch immer das liefern, was ihr braucht, um schön fahren zu können und das nötige Force-Feedback zu haben. Ja, ist nice to have, aber nothing else. Ja, gut, so viel zum Thema. Das ganze Zeug habe ich im Simrace-Shop beim guten Denzu bestellt und ich muss sagen, innerhalb von 3 Tagen, es war allerdings auch verfügbar, es war innerhalb von 3 Tagen bei mir. Das hat mich sehr gefreut. Vor allen Dingen, ich hatte dann ja nochmal das Rundlenkrad, wie gesagt, nachbestellt. Das war auch sofort da. Und dabei alles, was zur Montage nötig war, Notaus, Schrauben, alles da. Alles hat gepasst. Und insofern, ja. Was ich jetzt wahrscheinlich neu brauche, ist ein Simrig, weil ich habe ja hier eigentlich nur das kleine GT Omega und das stößt jetzt mit seiner, mit seinem Aufbau an die Grenzen der Newtonmeter, dieser Wheelbase. Aber gut, ich kann kein Geld scheißen, wie ihr wahrscheinlich auch nicht. Insofern, Step by Step geht's weiter und voran und ich freue mich auf jeden Fall und ich denke, dass ich damit einen guten Kauf gemacht habe und der mir auch für die nächsten Jahre jetzt wieder sehr viel Spaß bereiten wird. Okay, das soll's jetzt dann auch erstmal gewesen sein wieder. Jetzt sollten wir mal schauen, dass wir wieder auf die Strecke kommen und ein bisschen fahren und Videos produzieren. Und falls euch das hier gefallen hat, wieder Däumchen, Abo nicht vergessen, hilft mir ganz dolle. Und nein, ich kriege kein Geld dafür, falls ihr euch die Frage stellt. Es war auch noch nie mein Ziel, Geld zu generieren hier drüber. Aber man freut sich ja trotzdem. Ne? Also bis demnächst auf diesem Kanal hier.
in diesem Theater, auf diesem Kanal hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.